Willkommen zu einer weiteren Folge von City Skylines. Der Erik hat mir seinen Safe zugesendet. Das ist dieser wunderbare Safe hier. Und ich habe ein bisschen Angst, dass mein Pfad hier weg ist. Ich war noch nicht im Safe-Game drin, aber ich habe mir das Thumbnail angeguckt. Und es sieht so aus, als wäre ein Problem gelöst worden, wovon mir berichtet wurde. Nämlich soll mein Janicki-Pfad wohl ein paar Verkehrsstaus bereitet haben. Dafür entschuldige ich mich recht herzlich, aber wenn ich sehe, dass da was dran gemacht wurde, glaube ich fast, das wurde gefixt. Außerdem habe ich gehört, dass Malte eine coole Ebene gebaut haben soll. Und ja, das sieht auf jeden Fall aus, als hätte ich hier was getan. Mein Pfad existiert noch, das ist gut. Mein Sternbild hier existiert noch, das ist ebenfalls gut. Und mal gucken, ob mir auf den ersten Blick was auffällt. Mir fällt auf, dass hier Wasser fehlt. Das ist schlecht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das aus Versehen war. Das wäre dann beiden nicht aufgefallen, ne? Ansonsten, hier scheint alles noch zu leben. Ja. Ah, guck mal, das ist neu. Das ist 100% neu, die Fliederhöhen. Oder? Das ist doch definitiv neu. Ja, ja, klar. Ich muss zugeben, für mich ist jetzt schon wirklich lange her seit der letzten Aufnahme. Ich glaube, fast 2 Wochen. Das heißt, ja, ich kann es jetzt gerade kaum erwarten. Gut. Fangen wir mal unseren Timer an. Ich gucke kurz auf die Uhr. Und wir überlegen uns jetzt, was wir machen sollen. Ich habe vor, ein bisschen... Ich bin ja normalerweise immer so der Mann fürs Grobe. Heute versuche ich mal ein bisschen der Mann fürs Feine zu sein. Und ein paar Sachen auszubessern. Ich werde diese Straßen hier mal ganz kurz komplett entfernen. Nicht, weil ich finde, dass die grundsätzlich super katastrophal waren. Aber um vielleicht ein bisschen was zu verbessern. Ich habe mir dieses Tool hier angeguckt. Und es ist ziemlich cool. Du kannst, also basically kannst du eigentlich alles fixen, solange man es richtig macht. Ich finde es perspektivisch immer ein bisschen schwer einzuschätzen, was ich machen kann und was nicht. Oder was ich tun sollte, wie ich es am besten tun sollte. Aber man kann auf jeden Fall ziemlich coolen Shit machen. Was ist denn, wenn ich... Also soweit kann ich das hier gar nicht ein... Ebenen, ne? Ah, ohne dass es hässliche Löcher gibt. Mist. Mist. Was ich machen kann, Moment, ist... Was ist denn das hier? Abschrägen, glätten. Das ist, glaube ich, ein Ebene. Du rechts klickst und dann links klickst du hier hinten und es wird eine Höhe. Ja, ja, ja. Ich hätte das nämlich alles gerne auf der Höhe dieser Straße hier. So. Dann machen wir das Größte auf Stufe 3 und... geben ihm. Ja. Das hier sieht jetzt leider nicht so geil aus. Aber das Feine fixen wir gleich nach. Es geht ja nur um erstmal das Grobe. So, jetzt können wir... Ups. Jetzt können wir das hier ein bisschen nachbessern, dass das halt wieder einigermaßen natürlich aussieht. Aber vielleicht nicht ganz auf Stufe 3. So. Zack. Das halt zumindest so ein bisschen natural ist, ne? So ein bisschen natural. Ich will da kein Gras sehen, aber ich will halt auch kein so ein... Ja, damit bin ich eigentlich ganz zufrieden. So, hier das wieder so ein bisschen glätten. Ich würde echt ungerne Gras da sehen, muss ich zugeben. Then again, ich glaube, viel mehr lässt er mich hier gar nicht machen. Da muss ich einmal ganz nach oben. Okay, aber wir haben, und das war mein Ziel gewissermaßen, wir haben hier so ein bisschen Platz und Fläche. Und das ist basically, was ich gerne hätte. Ja. Damit kann ich leben. Und das hier erhöhen wir noch ein bisschen. Und wir kriegen sogar Rückerstattung, weil wir so cool sind. Oh, das sieht nicht hübsch aus. Das sieht nicht hübsch aus. Das erhöhen wir hier mal ein bisschen. Das sieht auch nicht hübsch aus. Ich glaube, ich sollte eine Stufe... Mal einen Gang zurückschalten. Also was ist denn, wenn ich hier abschrägen mache? Ah, und das hier? Die Baukosten gehen ja absolut in die Höhe. Das ist glätten. Glätten können wir auf jeden Fall gebrauchen. Definitiv. Vor allen Dingen hier. Das Ganze so ein bisschen ausglätten. Ja... Ich meine, das hier sieht halt zumindest noch so ein klein bisschen industriell aus.
Das sieht halt aus, als wäre da eine Straße hochgebaut worden, als wäre da so ein Abhang, aber naja. Dann glätten wir hier mal ganz kurz auch ein bisschen drüber, okay. Vor allem hier an den ganz roughen Edges. Können wir mal ein bisschen das abglätten. Okay, aber Point ist, wir haben so eine schöne Fläche. Und ich werde selbstverständlich auch am Ende gleich noch... Oh, bitte Sachen. Ja, okay. Ich werde selbstverständlich gleich auch noch ein bisschen an meinem Herzensprojekt arbeiten. Ich denke, das ist... Oh nein, habe ich was zerstört. Oh. Da soll eine Straßenbahn lang gehen. Moment mal. Moment. Ich habe mich ein bisschen mit Straßenbahnen befasst und da fehlt jetzt was. Aber warum? Was soll das? Was ist denn, wenn ich... Das hier? Ist das jetzt vollständig wieder? Oh, for the love of God. Bitte lass es mich nicht zu sehr zerstört haben. Das ist schon... Nee, es ist ja nicht Flugzeug. Oh, hohoho. I see a problem. Aber die... Kommen die zurecht? Was habe ich getan? Und warum... Was ist passiert? Like literally. So... Keine Verbesserung möglich. Das ist schon der Typ, aber da fehlt irgendwas. Was fehlt dir denn? Ich kann es literally nicht sagen, was fehlt. Hier würde... Ach, du willst die Welt verbessern und verkackst. Das ist immer schlecht. Ja, wenigstens läuft das Geld gut durch, ne? Einen Vorteil muss ich ja haben. Das war die dümmste Scheiße meines Lebens. Jetzt müssen die alle ihr Geschäft neu aufbauen. Das ist jetzt ein ziemliches Problem. Ehrlich gesagt. Weil das war überhaupt nicht so gedacht. Überhaupt nicht. So. Es ist besser als vorher, aber... Sind jetzt wenigstens alle Linien wieder verbunden? Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das Problem hier ist. Also, ehrlich nicht. Weil ich sehe auch grafisch nichts, aber es kann sein, dass ich auch einfach blind bin. Das hat auf jeden Fall Probleme verursacht. So. Okay. Ja, was ich eigentlich machen wollte, war hier was Cooles reinzusetzen, aber das hat jetzt irgendwie auch nur halb geklappt. Naja. So, Gefälle zu steil. Ich will hier irgendwas Cooles Gewerbliches reinbauen. Was ist denn mit der Statue der Industrie? Ja, die sind halt One-Time-Plätze, ne? So ein gemäßigtes Einkaufszentrum. Ich meine, why not? Es ist besser als dieses Straßensystem hier. Und wir geben dem Ganzen einen Namen, da ich mir sicher bin, das wird auffallen. Und zwar, Modeshops für marode Bobs. Ja, die Modeshops für marode Bobs. Ich hoffe, dass das irgendeiner der anderen findet, bevor er meinen Part guckt. Das wäre lustig. Moment mal. Das ist ja einfach mal die geilste Landschaft ever hier unten. Das ist ja einfach mal die Top 10 Landschaft. Okay, nachdem wir jetzt also ein bisschen was hier gefixt haben, können wir auf zum nächsten. Ich würde vorschlagen... Ich habe mir das Ganze von oben nochmal angeschaut und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass das Straßennetz mir teilweise ein bisschen nicht ganz fein genug ist. Ich verstehe mich nicht falsch, ich mag es, wie es hier aussieht und ich habe auch Komplimente dafür bekommen, aber wir können das auf jeden Fall noch ein bisschen aufhübschen. Einerseits mit einem etwas engeren Straßennetz, also hier so Straßen halt zum Beispiel. Ich habe gerade irgendwo eine neue platziert. Und ich weiß schon nicht mehr wo. Ich weiß literally. War das hier? Habe ich hier gerade eine Straße platziert? Nee, an dem... Hier habe ich eine Straße platziert. Manchmal fehlte so einer einfach, aber ich glaube, das war das Einzige. Ja. Und dann können wir hier halt noch so Spinnstraßen reintun, wo es halt passt. Sodass das Netz ein bisschen verdichtet wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich
guck mal, wo sich das anbietet. Fast überall. Da bietet sich's nicht an. Okay, das hier möchte ich ehrlich gesagt nicht missen. Also selbst wenn das hier irgendwie funktioniert hätte. Und ich glaube, das hier sind auch... Ah ne, das sind unbelegte Orte. Okay. To be honest, es hat vielleicht nicht den allergrößten Mega-Effekt, da jetzt irgendwie das Netz aufzubrechen. Aber es wird auf jeden Fall am Ende was gebracht haben. Nämlich mehr Leute, die da wohnen können. Auch wenn wir Wohnbedarf aktuell den geringsten haben. Also ich meine... Das sieht ehrlich gesagt nicht nach Ampeln aus. So, und jetzt werden wir nämlich mal ein kleines bisschen dekorieren. Ich sehe gerade, dass wir ganz viele Einwohner verlieren. Woran liegt das? Hier ist Kriminalitätsrate zu hoch, okay. Aber wir verlieren gerade eine hohe Menge an Einwohnern. Ach, ich bin blöd. Das liegt ja daran, dass ich die ganzen Häuser hier weggemacht habe. Aber das wird sich gleich einpendeln, weil wir werden ja wieder mehr Häuser bekommen. Okay, also, was sind denn hier? Das war Landschaftsbau. Und hier gibt es diese ganzen richtig coolen Sachen, wo du halt das so richtig, richtig individuell machen kannst. Boah, hier ist echt viel Verkehrslärm, muss ich zugeben. Das ist echt ein bisschen heavy. Okay, die Tanne passt jetzt nicht so geil dazu. Aber wir können einfach mal so ein bisschen... So, mir wurde gesagt, mit Rechtsklick kann ich wohl Sachen drehen, aber ich glaube, mit den Bäumen hier klappt das nicht. Die Bäume sind einfach, wie sie sind. Wir werden auf jeden Fall mal ganz kurz ein bisschen parkige Sachen bauen. Hier, die Steine kann man super schön drehen. Warum? Ach so, das ganze Haus wäre dann weg. Das möchte ich nicht. So. Ah, die Steine sehen immer so matschig aus, wenn es nass ist. Jetzt wäre Anarchy eine Sache, ne? Aber das ist viel zu groß. Wird das nur immer größer? Ja, leider. Okay, aber es gibt so ganz kleine Steinchen hier. Die können wir theoretisch sonst nutzen. Oh, warte mal. Habe ich dir das gerade richtig gesehen? Dass wenn ich so Steine auf einen anderen Stein setze, dass das dann... Ja, guck mal. Der gibt mir sowieso immer andere. Nur halt nicht immer anders rotiert. Okidoki. Ach, das sind die ganz großen hier. Das sind die kleinen Gebäude. Okay. Wenn selbst das kleine dir schon zu groß ist. Boah, dieser Lärm, ne? Da wollen Leute wohnen? Okay, was tun wir denn hier hin? Okay, ein Kai. Das macht jetzt wirklich gar keinen Sinn. Pflasterwege. Ach nee, die müssen theoretisch so dann gemacht werden, ne? So da dran irgendwie. Ich hätte jetzt Pflasterwege hier noch überall machen können, aber das habe ich mir leider zu spät überlegt. Okay, let's go hier. Gibt's doch so... Die werden immer kleiner, ne? Die wurden immer kleiner, genau. Aber ich kann hier so ein bisschen Laubkram reinlegen. So. Ja, sieht ein bisschen swampy aus, ne? Aber ich meine, es ist Adrianopolis. Und letzten Endes, wenn da ein bisschen Geblätter ist, dann why not? Da ist einfach belegt. Interesting. Ja, so ein bisschen Grünzeugdekoration dazwischen legen. Warum nicht? Warum nicht? Tut sich vor allem, glaube ich, hier ganz gut. Aha. Ich will keine Häuser aus Versehen kaputt machen. Okay, das sieht echt strange aus. Was passiert denn, wenn ich da Tausende hinlege? Geht das überhaupt? Das ist ein wilder Haufen. Das ist einfach Spinat. So, hier kann ich jetzt theoretisch... Ich weiß halt nicht, ob die das nutzen würden. Passt mal auf. Ich gehe jetzt hier hin. Und mache hier so einen Kiesweg. Einmal so rundherum. Ich bin mir sehr sicher, dass die das... Oh, please. 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 Please, meine Fliese. Bis wohin geht das? Bis hier. Und einfach keinen Millimeter weiter.
Dann machen wir halt so, ne? Ihr Kacktypen. Was ist denn, wenn ich das hier mache? Da ist der Ort bereits belegt. Na. So. Boah, ey. Jetzt weiß ich, wofür die Leute Anarchy brauchen. Okay. Ja, gut. Ich probiere mich mal aus, ne? Nein! Fuck! Egal. Stell ich da halt eine riesen Tanne hin. Hier. Oh ja. So viel zu der riesen Tanne, okay. Das ist ein nicht passender Baum, das auch nicht. Komm, ich will doch nur so einen ganz großen grünen Baum haben. Der auch passt. Hier, ganz groß. Nadelbaum. Kleine Buche. Weiß ja jetzt nicht, warum die kleine Buche bei den großen Gebäuden ist, aber ist in Ordnung. Oh. Weil es große Oschis davon gibt. Richtig fette Oschis. Da noch ein. Die braunen. Also, was ist das für ein Grundstück? Was ist mit denen? Was stimmt da nicht? Ich verstehe es nicht. Okay, gut. Ja, hier können noch so ein paar in die Mitte. Du kannst dich wirklich. Ich habe das in Maltes und Eriks Part so ein bisschen beobachtet. Du kannst dich halt so hart züchtigen und loslassen. Das ist insane. So. Ich werde die jetzt mal nicht perfekt gerade hier platzieren, weil das wäre im Real Life halt auch nicht so. Boah, hier müssen wir noch ganz viel ausschmücken. Oh, nein, 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 nein. Das ist ganz schrecklich hier. Das ist eine ganz schlechte Idee. Hat sich das überhaupt angeboten, da einen Weg zu machen? Oder mache ich gerade einfach nur Scheiße? So. Ja, guck mal, hier bietet sich das irgendwie voll an. Ich weiß nicht genau, was die hier lieber mögen, daran Sachen zu machen. Aber das mögen sie jetzt wieder nicht. Und wenn ich das so mache, mögen sie es aber wieder. Und wenn ich das aber so mache, wieder nicht. Und wenn ich das aber so mache, dann kommt da so ein Grid raus. Also die haben irgendeinen Fetisch, aber ich glaube, die wissen nicht genau welchen. Weil bei manchen geht das so. Und bei manchen geht einfach... Weißt du was? Komm, wenn die das so haben wollen, dann lasse ich denen das so. Ich will ja niemandem hier Träume zerstören. Von daher. So. Ich will ja keinem bei seinen Lebenszielen im Weg stehen. Versteht ihr? Daher. Ja, let's go, ne? Gut. Das soll Adrianopolis sein, aber ich möchte noch eine kleine Sache machen. Und zwar, ich würde sehr gerne. Oh, das von hier ist halt ein cooler Ausblick. Aber das nach hier ist halt noch super bland. Ich würde das hier gerne irgendwie abrunden. You know what, das machen wir. We do that. Wo ist denn... Da sind die ganzen Steine. Wir brauchen... Die großen. Das sind Requisiten. Wir brauchen die großen Fetten. Das habe ich mir nicht ganz unter groß und fett vorgestellt, ehrlich gesagt. Boah, selbst echt nur so kleine gibt es. Ich meine, klar, verglichen mit so einem Haus, Oschi. Aber verglichen damit, dass ich hier was irgendwie... andeuten will. Ich meine, cool. Das ist nicht cool. Cool, das ist nicht cool. Ein Gebäude ist abgebrannt. Das ist schade. Das war das falsche Fenster. Ich meine, after all, ich kann das hier so ein bisschen erhöhen. So ist es jetzt nicht. Aber dann halt wirklich auch nur so, dass man das halt von der anderen Seite sehen kann. Und dass es jetzt nicht total absurd wird. Ja, damit bin ich voll einverstanden. Das ist okay. Das ist nur leichte Landschaftsverschandelung. So, braucht man das hier irgendwie? Weil das sieht aus, als würde da ein Gebäude fehlen, ehrlich gesagt. Das ist auch total unnötig hier. Eine unnötige Leitung, die weg kann, in meinen Augen. Okay. Einmal ganz kurz ein fixer Blick auf die Uhr. Verrät uns, es sind 20 Minuten um?
Gott, ist die Zeit vergangen. Okay. Pass auf. Wir machen was Cooles. Wir versuchen es zumindest, ja. Wir versuchen es zumindest. Wir werden mal wieder... Jetzt habe ich ja genug Feines gemacht. Jetzt kann ich auch gerne der Mann fürs Grobe wieder werden. Also. Oh, ich krieg nicht den Gradwinkel zu der anderen Kreuzung hin. Ich krieg... Ah. Wisst ihr was? Ich kriege Probleme. Alter. Ich muss unbedingt gleich eine Kachel freischalten. Ich glaube, bei 45.000 schaltet man die nächste wieder frei. So. Jetzt. Das ist ein Terrain, mit dem ich nicht arbeiten kann. Das ist ein Terrain, das wird jetzt definitiv erstmal eingeebnet. Und zwar großflächig und schnell. Das ist... Moment mal. Das hier ist die Einebnung. Oh, joy. Zu viel Erde. Wo lade ich meine Erde ab, Leute? Wo lade ich meine Erde ab? Passt auf. Bevor ihr mich jetzt für blöd haltet, ne? Ihr seht gerade, ich mache diesen Turm sehr hoch. Das hat einen Grund. Bear with me, bitte. Bevor ihr mich verurteilt. Es hat literally einen spielerischen Grund. Das heißt, bitte seid lieb. Ja? Jetzt kann ich nämlich das hier machen und bin super schnell meine Erde los. Seht ihr? Das sind die Pro-Strats. Also, literally jetzt. Ich mein's ernst. Bitte, bitte seid kurz mal auf meiner Seite. Außer ich baue so eine Scheiße hier. Dann bitte nicht. So. Zack. Die Erde ist wieder voll. Ich werde das Gebiet schön machen. Vertraut mir. Habt Vertrauen. Aber ich brauche dafür ein paar Steps. Das ganze Einglätten und sowas, das machen wir gleich. Dass das hübsch wird. Das kommt noch. Ist wie bei mir. Da hat es auch ein bisschen gedauert, aber es ist irgendwann passiert. So. Nur Geduld. Nur Geduld. Mama kommt euch abholen. Wir haben ja auch das Geld, um sowas zu backen. Also, ich meine, why not? Ist zwar gerade super teuer, was ich hier mache, aber pfft. Kosten, am I right? So. Die fragen sich auch, was ich hier mache. So, und jetzt kann man das ganz, ganz langsam und smooth hier hoffentlich glätten. Ich glaube, ich habe das Glättungstool unterschätzt. Ja, das ist irgendwie nicht so geil, wie ich es mir erhofft habe. Abschrägen vielleicht. Ja, ich meine, ich glaube, die Stufe ist auch einfach schwach. Ja, now we're talking. Now we're talking. Ja. Damit bin ich voll zufrieden. Damit nicht. Ja, damit bin ich zufrieden. Now we're talking. Okay. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass dieses Abglätten-Tool eher so eine verzweifelte Variante von dem anderen Tool ist. Aber soll mich ja nicht jucken. So. Und wie gesagt, es ist mein Versprechen als Drittelbürgermeister dieser Stadt, dass ich das hier nicht gegen die Wand fahre, sondern das, was ich hier gerade mache, hat einen Sinn. Ich habe zu viel Erde, das ist ein Problem. Dann laden wir die doch mal ganz kurz ab. So. Auch das hier wird irgendwann einen Zweck haben. Vertraut mir. Habt Vertrauen. Habt Vertrauen, auch wenn es schwer fällt. Vertrauen ist gut. Vertrauen ist Blut. Das war übrigens das falsche Tool. Nur falls ihr euch gewundert habt. So, wir haben diese wunderschöne Fläche. Und jetzt lasst mich mal ganz kurz schauen, was hier für Ressourcen sind. Fuck. Ich habe ein bisschen drauf gepokert, dass hier mehr ist. Fuck. Okay. Da vorne könnte Forstwirtschaft hin. Problem being, ist außerhalb der Karte. Hier ist ein bisschen Forstwirtschaft. Und genau das habe ich noch nicht eingeglättet. Ist mir egal. Was interessiert mich das schon? So, bis kurz vor knapp, sodass ich da noch Platz zum Bauen habe. Und jetzt werden da Einzelstraßen gebaut. Ich werde eine Forstwirtschaft bauen, Leute. Ich werde eine wunderprächtige Forstwirtschaft bauen. Das wird ganz wunderbar. Und am besten wäre jetzt natürlich ein möglichst dichtes Netz, damit die an alle Bäume rankommen und das Klima ultimativ zerstört werden kann. So.
Die gibt mir hier Punkte, die aber nicht ideal sind. Tschüss, Stein. Tschüss, Yannick. Okay, das ist jetzt auch nicht ideal, weil ich hier nicht nah genug dran gebaut habe, aber ist egal. Ist egal, Leute. Vertraut mir. Bitte. Ich muss euer Vertrauen immer wieder neu gewinnen. Aus gutem Grund. Aber vertraut mir. So, und jetzt... Pass auf, so funktioniert's. Du nimmst hier diesen Stadtteil. So. Zack. Du machst das auch schön großzügig hier. Das ist das Sonnenseitviertel. Das ist ein interessanter Name dafür. So. Schön großzügig. Und jetzt hast du hier Forstindustrie. Sondern ich bin mir... Also, das hier ist ja so ein bisschen bewaldet immerhin, ne? So leicht. Es ist nicht super viel, nicht so viel wie hier, aber ich komme da ja noch nicht dran. Da ist auch Öl, sehe ich gerade. Moment, ist da beides? Weil ich meine... Also, Wald ist ja klar, aber ist da beides übereinander? Das wäre wild. Oh, und wir könnten hier theoretisch ganz viel fruchtbares Land machen. Das wäre dann... Was wäre denn das? Das wäre Agrar, ne? Generische, entfernen Sie die Spezialisierung. Wie? Das wäre ja unnötig. So, und jetzt entdecken Sie die Macht der totalen Übersättigung. Nein, keine Ahnung. Was die auf jeden Fall brauchen, ist A, noch eine etwas bessere Anbindung. Ich vertraue jetzt einfach mal darauf, dass die anderen das machen. Weil ich ein schlechter Mensch bin. Und B, hier noch ein bisschen Zusatzplatz. Ich vertraue einfach den anderen, dass sie da noch was Cooles draus bauen. So, ich glaube, das ist ein Wasserturm, der da gebaut wurde. Und ich hoffe, wenn ich... Nee, das reicht nicht ganz, leider. Da kann ich die Straße skippen. Da kann ich sie leider wieder nicht skippen. Ach Mann, ich muss alles hier ganz fleißig auslegen. Gut, und was braucht ihr denn? Ihr braucht auf jeden Fall ein bisschen Müllverbrennung. Wobei, Recycling. Ihr kriegt Recycling auf jeden Fall, egal ob ihr es braucht oder nicht. Ihr müsst auf jeden Fall noch verbunden werden. Das machen wir mal kurzfristig so. Ich habe theoretisch das hier, aber wenn ich das verbaue, dann haben die anderen, glaube ich, keinen Spaß mehr mit der Stadt. Oh, bitte. Oh, bitte sagt mir, dass das passt. So. Kommt der Strom an? Der Strom kommt an. Oh, der Strom kommt an. Aber um so einen Zentimeter. Literally so einen Zentimeter. Okay, ihr bekommt eine Arztpraxis. Ich glaube, ihr braucht keine gesamte... Dings, aber ihr braucht auf jeden Fall ein ganzes Feuerwehrhaus, weil Agrar. Sehr brandig. Eine Polizeiwache, damit nichts total Dummes passiert. Und gibt es hier irgendwas Spezialisiertes? Moderne Technik, bildende Künste? Ich meine, sonst gibt denen einfach eine Bibliothek. Die werden schon happy. So. Und am besten wäre natürlich jetzt eine Buslinie dahin. Aber ich glaube... Ja, wir könnten halt, pass auf, sowas hier machen. Und dann könnten wir eine Buslinie machen von, ja, es sind Bahnen. Kann ich hier einfach einen Bus starten, theoretisch? Der beginnt irgendwie hier oder so. Moment, lass mich mal schnell schauen, wo hier was ist. Wo ist hier zum Beispiel Bildung? Oh Gott, die sind ja ganz ungebildet. Gib denen mal schnell irgendwas. Die sind ja komplett sonst lost. Das sind ja völlige Yannicks. Eine freie Schule kriegen die auf jeden Fall mal. Guck mal, bis er diesen... Okay, ich glaube, die hatten schon... Die haben eine Grundschule, haben sie noch eine. Sollen sie happy sein. Ach, als ob das da nicht reinpasst. Ach, wie ärgerlich. Oh, und das macht das da kaputt. Ups. Er kriegt halt auch noch eine Uni. Was juckt's mich? Und dann können wir jetzt eine geile Buslinie machen.
Freut ihr euch von der Uni aus? Von hier aus. So. Let's go. Und dann nach hier. Ich weiß, das ist eine sehr lange Linie. Aber... Naja, was willst du machen? Und jetzt ja, macht er irgendwie sowas und wir gehen zurück. Das ist halt nur, damit die angebunden sind, damit da mehr Leute hinkommen. Ich bin mir zu 100% sicher, alle reißen mir den Schädel ab für diese Linienführung. So, Haltestelle hinzufügen. Und die Linie wird abgeschlossen. Und wir nennen diese Linie, einfach nur um Menschen zu provozieren, die... Ach, guck mal, die hier wird nach unten sortiert. Was ist denn mit Linie 7? Hä? Ach, meine ist wahrscheinlich Linie 7 und ist einfach nur nach unten sortiert, weil... Aber guck mal, meine hat's dreistellig. So, wir geben ihr den... nicht dunkel... Ja, dunkelgrün. Buslinie W für Wald, damit die, weil die halt ins Forsting gehen. Ihr versteht schon, ne? Super, super Sache. Ja, das ist die grüne Linie. So, und jetzt ist die Frage, jetzt fülle ich, glaube ich, das restliche, die restliche Nachfrage einfach hier ein bisschen mit dichtem Gewerbe auf. Zack. Ich weiß nicht, ob Gewerbe hier super schlau ist. Ich meine, es ist wahrscheinlich besser als nichts. Warum habe ich auf Pause stehen? Warum bin ich so? So, das... Du bist ein... Ja, du bist ein Friedhof. Okay, damit kann ich leben. Die hier haben scheinbar... Boah, sieht das hübsch aus. Warum bin ich nicht so hübsch? Ja. Macht Sinn. Also, ich meine... Also, es sieht so leicht nach Grafikfehler aus. Weil diese Farben so irgendwie blenden. Aber es ist halt das Objekt, ne? Oh, die können das so viel besser als ich. Ich werde neidisch. Ich werde neidisch. Naja, das hier... Oh. Das hier unten, das wird noch. Das ist basically work in progress at this point. Also, ja. Und wir haben dem Ganzen noch keinen coolen Namen gegeben. Das wird unsere letzte Amtshandlung des Parts. Es ist kaum zu glauben, dass die halbe Stunde rum ist. Nennen wir es die grüne Ecke. Ich meine, why not, ne? Und jetzt werde ich, in der Hoffnung, dass jemand der anderen es gettet, nach hier oben eine Straße verlegen. Und diese Straße erhält einen Namen, und zwar die Bitte, Bitte Industriestraße. Bitte. Also, die anderen werden ja eventuell, wenn ich das hier so sehe... Einer der nächsten wird eventuell die Metropole erreichen. Dann haben wir hier eine neue Kachel. Und bitte, bitte, bitte nehmt die. Bitte, bitte, bitte. Vor allem, weil... Ach, das ist einfach nur random generated, ne? Weil literally, ich hätte das gerne. Ich hätte das gerne. Nein, ich mache hier jetzt keinen Platz für irgendwelche abgebrannte Scheiße. Ich werde nochmal ganz kurz ein bisschen mehr Wohngebiet hier ergründen. Damit das halt schon mal existiert. Und, ja, dann beende ich danach den Part. Ich hätte nämlich gerne, dass hier noch so ein bisschen dichtes Gewusel existiert. Ich will nämlich auch ein bisschen mit Verantwortung tragen für die Gebäude. Okay. Ja, falls irgendwelche Probleme entstanden sein sollten, lasse ich die anderen mal damit alleine. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich schon auf das Feedback zu dieser Straße. Ich bin mir sicher, es wird traumhaft. Haut rein, danke fürs Ansehen, lasst nichts anbrennen und Arrivederci. Tschüss.